erste Station hier auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf ist Westfalia. Ich sitze im Ford Nugget Plus, den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich komme dazu raus. Sehr schön natürlich, das Chroma Blau ist ja meine Lieblingsfarbe bei Ford. Hier auch auf dem Transit drauf. Der Transit ist natürlich das Basisfahrzeug für den Nugget und den baut Westfalia dann um. Ihr könnt es beim Ford-Händler ganz normal bestellen, das Fahrzeug, bekommt dann den kompletten Westfalia-Ausbau. Und den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an, denn es hat sich hier wesentlich was verändert. Hier oben sehen wir es auch schon. Es gibt jetzt ein Faltdach für den Nugget. Im Gegensatz zum drüben stehenden Festdach, das bis dato war, 2,80 Meter war der bis dato hoch. Und jetzt gibt es endlich die Variante, die wir für den Alltag nutzen können, mit 2,08 Meter Bauhöhe. Und zwar mit dem Aufstelldach hier von Westfalia. Sehr schön auch, es gibt eine Markise natürlich. Alles, was ihr bis dato vielleicht schon von dem Nugget kanntet mit dem Festdach, gibt es jetzt hier auch. Und es gibt tatsächlich auch zwei Radstände. Ihr könnt ihn entweder mit 4,97 Meter Außenlänge haben oder 5,37 Meter. Wir haben jetzt hier die Plus-Variante, deswegen 5,37 Meter. Ich glaube, das wäre sogar tatsächlich mein Favorit. Warum, das zeige ich euch jetzt. Schauen wir erst einmal hier rein, der Zutritt. Wir haben ein kleines Trittbrett hier, kostet aber auch Aufpreis. Wir gehen hier hinein. Sehr schön, neben der Schiebetür auch ein kleines Fliegengitter, damit die lästigen Moskitos auch draußen bleiben und mich nicht die ganze Zeit zerstechen. Das ist, muss man sich dran gewöhnen. Es geht etwas schwergängig. Ich denke mal, das wird dann vielleicht noch ein bisschen leichtgängiger werden mit der Zeit. Wir haben hier 5 Sitzplätze. Die Außenpositionen sind mit ISOFIX. Das heißt also Kindersitze wunderbar untergebracht. Das finde ich schon mal sehr schön. Wenn wir die Bank hier nach vorne fahren, können wir die Rückenlehne umlegen. Und da haben wir schon die erste Schlafgelegenheit dann für 2 Personen. Das Bett hier unten ist das kürzere Bett mit 1,91 Meter. Und hat auch nur 1,30 Meter Breite. Das Bett über mir, was wir dann noch nutzen können, ist tatsächlich das größere, 2 Meter in der Länge und 1,38 Meter breit. Also da haben wir dann schon fast normale Abmessungen, sage ich mal. Aber schauen wir erstmal jetzt hier so ein bisschen noch rein. Denn gerade am Heck hat sich ja vieles getan und das ist mein Highlight persönlich. Wenn wir hier rumkommen, dann sehen wir nämlich hier das wesentliche Highlight des Nugget Plus, und das ist die integrierte Toilette, die jetzt hier vorhanden ist. Wir haben einen 42 Liter Frischwasser- und Grauwassertank hier verbaut. Den Grauwassertank hier unten drunter, da ist auch dann der Gasanschluss für die Küche. Das hier ist auch das wesentliche Element, was den Nugget Plus jetzt tatsächlich vom normalen Nugget unterscheidet. Weil wenn ich hier mal reinsteige, so, sehen wir auch, was hier sehr schön ist. Ups. Wir können die Nasszelle wunderbar auch von dem Innenraum abschotten mit so einem kleinen Sichtschutz. Haben dann auf der Seite hier noch den Campingtisch und die Stühle dabei. Sowie die Möglichkeit hier unsere Duschzelle tatsächlich zu befestigen. Wasseranschluss ist auch vorhanden. Und es gibt hier hinten sogar, und wenn der Daniel kurz zu mir kommt, dann schauen wir das Ganze mal an. Denn das Highlight hier ist ein eigenes Waschbecken, was wir hier noch zusätzlich haben. Und das ist ganz praktisch, weil wenn ich mich hier auf dem Klo entleert habe, sage ich jetzt mal, dann habe ich hier noch die Möglichkeit, meine Hände noch in, naja, sage ich jetzt mal, im Sanitärbereich zu reinigen, was ja auch ganz praktisch ist. Jetzt schauen wir aber mal hier hinter. Hier hinten haben wir dann unseren Küchenbereich. Hier unten einen Kühlschrank. Dann unsere Kochfläche mit Gas natürlich, ist ja klar. So wie wir es kennen, auch sehr schön verräumt mit Spritzschutz. Dann ein Waschbecken. Und ihr seht hier schon die Trittstufe. Die Trittstufe hier ist tatsächlich dafür da, dass wir hier oben an das Hochbett kommen. Wir können uns das Hochbett sicherlich auch mal kurz anschauen.
man hakt es einfach hier oben aus. Tatsache. So. Ich bin jetzt der Laie. Und dann sehen wir das auch. Das geht hier runter. Dann haben wir hier eine ganz tolle Schlafgelegenheit. Raufklettern, hinlegen, wohlfühlen, sage ich jetzt einfach mal. Wenn das Ganze nicht gebraucht wird, klappt man es auch wieder hoch. Wir sind ja so nett. So. Hopp. Für mich mit 1,78 ist das gut machbar. Mein Highlight wäre nämlich hier der Nugget Plus. So wie er übrigens dasteht, sind es rund 87.000 Euro. Starker Antrieb, Handschaltung und der Westfalia-Ausbau fast in komplett aus Baustufe.